Einen herzlichen, schönen Sonntagnachmittag euch. Und willkommen zurück. Nächste Folge Railway Empire 2. Da ist, finde ich, das große letzte Problem auf unserer Verbindungsstrecke Richtung Konstantinopel, die Karpaten. Da müssen wir durch. Und zwar geht es erstmal da hinten lang Richtung Brasov. Das ist erstmal unser heutiges Ziel, würde ich sagen. Dann werden wir uns, wie schon angekündigt, mal so ein bisschen um die Versorgung kümmern von unserem Knesewitsch-Bahnhof. Der ja immer noch Hardcore ist. Mal gucken, gibt es irgendwas, was hier zukommt? Oh Gott. Das wird schön. Schauderhaft schön wird das. So, wir müssen auf jeden Fall hier durch. Dann gehen wir hier lang. So, da würde ich gerne einen Tunnel bauen. Perfekt. Und dann sind wir im Tal angekommen, ne? Ja. Dann müssen wir nochmal runter. Und dann gehen wir auf die 6. Die 5. Okay. So, 420.000 ist, finde ich, auch ein absolut akzeptabler Preis. Und dass wir hier überall Max Speed haben. Wunderbar. Dann erreichen wir Brasov. Sehr schön. Wir haben auch lange nicht mehr eine Zugfahrt mitgemacht, ne? Also, weiß lange nicht. Wir haben noch gar keine mitgemacht. Sollen wir mal ganz kurz überlegen. Also, wir gehen auf jeden Fall auf 2. Es wäre erstmal Express, aber wir werden ja danach hinten weitergehen. Also, von daher machen wir das auch erstmal so. Ihr bekommt doch keine Trauben, oder? Bekommt ihr Trauben? Ihr seid sowieso ein ganz, ganz abgeschiedenes Örtchen. Ich weiß gar nicht, wie die auf 40% kommen, weil die haben nichts. Also, ernsthaft, die haben nichts. Wie kann ich den Zug... Ach, hier. So, dann düsen wir mal. Mit dem Kollegen hier. Durch die Karpaten. Oh, ich darf die rechte Maustaste nicht drücken. Kann man das ausblenden? Nee, ne? Dann ist man nämlich raus. So, sehr schön. Ja, dann lassen wir die Karpaten mal hinter uns. Wobei der richtig bescheidene Teil dann erst noch kommt. Also, wir wissen alle, was als nächstes kommt. Nämlich, wir müssen durch die Karpaten durch. Nicht nur durch diese paar kleinen Hügelchen, die wir hier haben. Sondern wir müssen da durch. Durch diese Gebirge. Und das wird hart. Achso, da hinten ist noch eine Farm. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da für sie los? Weiter geht's. Ja, ist schon schön. Also, landschaftlich, ja, bisschen wenig Details. Aber das macht ja Railway Empire 2 erstmal auch nicht aus. Ich weiß nicht, ob man das später vielleicht mal irgendwie so ein bisschen nachpatchen kann. Ja, ihr seht, da ist das Riesenproblem. Wir werden diese Stadt nicht versorgt bekommen. Also, wir könnten natürlich hier irgendwie versuchen, Getreide hinzuliefern und Holz. Aber das hier ist ja, also das ist ja schon grauenvoll. Ob das überhaupt möglich ist, dass ich hier durchkomme. Ja.
mit einem ganz, ganz fetten Tunnel. Ja, und jetzt muss ich halt irgendwie versuchen, hier runterzukommen, ne? Und das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Da muss ich jetzt ja irgendwie runterkommen. So würde es tatsächlich gehen. Boah. Das ist hart. Kostenpunkt 1,9 Millionen. Und das alles wegen Getreide. Da mache ich es mir doch einfacher. Da experimentiere ich gar nicht lange rum. Sondern mache hier eine Lagerhalle hin. Schließe das hier noch an Getreide an. Braucht übrigens sowieso Getreide. Und gehe dann mit den regulären Zügen, die wir sowieso ja haben. Oh. Einfach über die Lagerhalle. Das macht ja absolut viel, viel mehr Sinn. So, dann sagen wir nämlich hier bitte Getreide und Holz. Was haben wir hier oben noch? Wir bekämen auch noch Fleisch. Na komm, dann nehmen wir gleich Fleisch auch noch mit. So. Und dann sparen wir uns nämlich das ganze Prozedere. So, einmal bitte Frucht. Einmal bitte Frucht. Und einmal bitte mindestens zwei. Und einmal akzeptieren. So, dann wird nämlich Dings, also Brasov, jetzt hier auch wunderbar versorgt mit den ganzen Waren. Der Kollege hier wird hoffentlich jetzt ein bisschen mehr transportieren können. Ja, der sowieso. Weil der jetzt ja auch zwei Städte abdeckt. Achso, und Koloss war, bekommt jetzt auch Holz. Hat sowieso schon Holz. Warum? Wo habt ihr Holz? Achso, über den Landweg. Okay. Aber kriegt jetzt auch über die Schiene Holz. Was ist denn hier los? Ja, Bruder, geh doch einfach dahin. Achso. Wartungsdepot müssen wir hier übrigens bauen. Ja, das stimmt natürlich. Müsste ich das nicht hier sogar auch machen? Was steht hier? Eine Lagerhalle und ein Gasthof. Okay, dann brauche ich hier auf jeden Fall eine Wartungshalle, ne? Sehr gut. Ein weiterer Schritt auf unserem Weg zum Ziel. Genauso wie in Agoli halt, da brauche ich auch eine Wartungshalle. Ja. Wow, gar nicht beachtet. Was habe ich geschafft? Unternehmenswert 36 Millionen. Okay, nächste Sache, Fleisch, das ist hart. What? Setze 512 Züge ein? What? Quartalsgewinn von 6... Also das schaffe ich als allererstes. Wobei, wahrscheinlich werde ich sogar das hier vorher noch schaffen. Ja, gut, okay. Ich kann verstehen, warum die Züge hier alle so beschissen drauf sind. Weil das Wartungsdepot gefehlt hat. So, und ihr nehmt jetzt hier schön Ressourcen mit, ne? Naja, schön nicht, aber ihr nehmt Ressourcen mit. So, wir haben zumindest schon mal den Abstieg verhindert. Und da sehen wir auch schon, Getreide kommt, Holz kommt. Ja, wie gesagt, irgendwann sollte hier hoffentlich auch Fleisch kommen. Wobei hier wahrscheinlich eher das Problem ist, dass die Fleisch... Nee, Fleischindustrie funktioniert. Vielleicht sollten wir aber einen dritten Zug hier einsetzen.
man denn schon mal nur Holz mit? Zug Nummer 2 hat sehr viel Wein. Apropos Wein. Ist Wein Grundbedürfnis? Ach nee, Wein wird ja sowieso selber hergestellt. Theoretisch, wenn man Trauben hätte. Ah, aber für Sibiu brauchen wir welches. Okay. Wunderbar. So, wir machen ein bisschen langsamer, weil jetzt ist der Geldfluss ja perfekt. So, mehr Geld durch Passengers und Restwert. Ja, interessiert keinen. Okay, sehr schön. Braucht ihr mittlerweile schon Oliven? Gleich. Okay. Und ihr braucht schon Oliven. Okay, dann würde ich vielleicht die Oliven auch nach Sibiu bringen. Da müssen wir leider... Scheiße, kann ich das noch umbauen? Ja, ich habe noch 2. Dann ändern wir hier nochmal kurz die Reihenfolge. Und zwar geht ihr jetzt hier auf 8 und... So. Weichenköpfe. Wunderbar. Und wir gehen dann. Ja, das ist ja easy. Wir können ja einfach da anschließen. Direkt hier drauf. Ja, 73 km/h ist okay. Und dann auf die 4, ne? Okay, 81 km/h max. Aber ist eh Startphase. Da brauchen wir, glaube ich, keine ultra großen Geschwindigkeiten. So, wunderbar. Dann neue Zuglinie. Fracht. Achso, halt, warte. Fracht. 2 Olive, beziehungsweise maximal 7 Oliven. Und Abmarsch. Hier habe ich auch ein Wartungsdepot, ne? Ja, okay. Achso, und wir müssen hier noch einstellen, bitte auch Oliven verteilen. Da. Zack. Ab dafür. Wunderbar. Doppelpfeil, 80%. Großartig. Super Versorgung. Ja, Honig und Schafskäse gibt es hier nicht. Also, nicht wirklich in der Nähe. Ihr seid ja auch gesegnet mit Ressourcen, ne? Aber ihr seid ganz im Norden, ja. Schön autark, die beiden. Ja, okay. Eigentlich wollte ich... Anschlussprämie. Hehehe. Ich könnte über Barner Bahnhof jetzt nach Pitesti. Achso, nee, warte mal. Den können wir wieder abreißen. Den braucht kein Mensch. So, und hier, ich bin ehrlich, das können wir uns im Leben nicht leisten. Also, weil allein die Strecke vom Tunnel, die wir brauchen, werden wir ja nicht schaffen. So einen langen Tunnel gibt es nämlich nicht, ne? Nee. Maximal die Hälfte. Ja, okay. Also, Pitesti liegt schon wirklich beschissen. Aber wir müssen nach Budapest. Bukarest. Wir testen es mal. Das würde gehen. So, und jetzt wird es spannend. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Das würde auch gehen, ne? Das geht auch schon nicht.
Also doch hier würde es hingehen. Und dann könnte man nach Bukarest. Aber das ganz große Problem ist, wir kommen hier nicht durch. Nee, nicht mal ansatzweise. Das ist zu breit. Ich meine, ich könnte hier natürlich schon hochgehen, so viel wie möglich. Hier genauso. Ja, und dann schaffen wir es immer noch nicht. Ja, gibt nur eine Möglichkeit da hinten lang. Also das ist schon mal möglich. Perfekt. Okay. Also das wäre eine Möglichkeit, wie wir durchkommen. So, dann geht es hier ganz entspannt runter. Und dann kommen wir hier in, keine Ahnung, wie die Ortschaft hier heißt, in Bralia, in Breila an. Breuler. Und gehen dann auf, ich würde sagen, die 3. Beziehungsweise auf die 4 müssen wir sogar. Kostenpunkt 2,7 Millionen ist tatsächlich okay. Wir ganz kurz überlegen, ob wir hier noch irgendwas verbessern können. Wir starten von, naja. Das werde ich hier nicht besser hinkriegen, ne? Nee, da geht's dann in den Tunnel über. Das ist natürlich auch Quark. Okay. Das hier können wir vielleicht noch ändern. Ja, und dann müssen wir mit einer dicken Brücke arbeiten. Naja, es geht nicht anders. Da müssen wir von hier oben mit einer Brücke arbeiten. Bis wir dann unten in Breila ankommen. Okay, aber 2,6 Millionen. Voll okay, wenig Steigung. Akzeptiere ich. Das akzeptiere ich. Nee. Noch mal eine halbe Mille. Eichenköpfe. Ja, und wir haben den schwersten Teil damit dann erledigt. So, hier gehe ich mal bitte auf 2 Versorgungspunkte. Und dingstechnisch würde ich wahrscheinlich sogar 3 einsetzen. So, wir bauen auf jeden Fall hier ein Wartungsdepot. Wir bauen definitiv auch hier in Breiland ein Wartungsdepot. So, wunderbar. Wir könnten natürlich in Breila auch nochmal ein paar Ressourcen dann verteilen. Warte mal, du produzierst Brot. Also, Honey. Holz ist ehrlicherweise nicht so der Burner. Ich verstehe auch nicht, warum diese bei 60% sind und nicht bei 80%. Wo kriegt der eigentlich Trauben her? Ach, von da ganz hinten. Wow.
ja crazy. Könnte ich sogar mit anschließen, die Trauben. Wären für Brasov tatsächlich gar nicht unwichtig, die Trauben. Ich meine, alternativ kann ich die einfach hier gleich nach Brasov bringen. Wäre tatsächlich eine Idee. Fahren die Züge denn eigentlich schon los? Naja, mit ganz wenig. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich gehe hier auf... Ja, und das habe ich mir fast gedacht, dass das nämlich nicht mehr funktionieren wird. Ist doch scheiße. Doch, es geht. Okay. Okay, kurz Angst gehabt, weil das ist manchmal ein Problem. Gut, und dann gehen wir... Ach du heilige Scheiße. Bis hier parallel? Oh Gott. Dammit, Alter. Ja, müssen wir mal gucken, bis wo wir das Ding bauen können. Auch nochmal mit einer dicken Brücke. Warum geht das nicht? Also so würde es gehen? Nein. Oh, noch besser. Max Speed. Gut, da geht es halt ein bisschen bergab jetzt, aber... Das ändert gar nichts. Außer dem Preis. Ja, und da gehen wir direkt mit einer Brücke los. Damit kann ich aber leben. Ich glaube, ich baue das. Na. Ich glaube, das bauen wir so. Zack. Fracht. Fracht. Obst. Wunderbar. Ja, und da glaube ich, brauche ich mir keine Gedanken machen. Also wir können es trotzdem auf zwei stellen. So, der dürfte jetzt nämlich schön Trauben-Production. Ja, wunderbar ankurbeln. Ach du Kacke, hier haben wir auch noch Schafskäse. Den brauchen wir theoretisch auch schon. Wobei wir den Schafskäse tatsächlich nach Breiler bringen könnten. Braucht man den schon? Nee, ne? Ne, ab 30. Gut, da sind wir aber gleich. Krank, krank, krank. Ja, den Bahnhof müssen wir übrigens... Ach nee, ich habe ja extra freigelassen. Zwei. Ja, das ist dann theoretisch die Verbindung nach Bukaresti. Was sind wir denn eigentlich auf der Karte? Okay, wir müssen also jetzt straight nach Süden. Ich würde sagen, wir nehmen die hier drei, die drei mit. Pleven. Okay, und dann von Russe nach Varna und von Varna den langen Weg nach Edina. Edirne. Varna, Edirne, ja, dann Korlu und dann sind wir in Konstantinopel. Krass. Gucken wir mal, vielleicht schaffen wir das dann schon, na morgen wahrscheinlich nicht, aber in
Laufe der nächsten Tage werden wir es auf jeden Fall schaffen, Konstantinopel zu erreichen. Dann haben wir schon mal unser Hauptziel erreicht. Nach, ja, nicht mal einer Woche. Also doch, ein bisschen mehr als einer Woche. Ging ja am Montag los. Und ja, dann werden wir noch gucken, dass wir den Rest hier noch schön versorgt bekommen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob wir hier so ein richtig fettes Zentrum wie in Denver damals gestalten können mit, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner wir damals hatten, 300.000 oder so? Hätte jetzt einfach über den Daumen gepeilt gesagt, ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier die Städte alle noch nach und nach hochkriegen. Also morgen, ich weiß, ich wollte eigentlich mich hier rum kümmern, das machen wir aber dann etwas später, wenn wir Konstantinopel erreicht haben. Ich verfolge erstmal morgen weiter das Ziel, Konstantinopel zu erreichen, also Bukarest, Russe, Varna, lange Weg nach Edirne, Kordu, Konstantinopel, Zielflagge. Wunderbar. Gut, meine Lieben, dann sehen wir uns morgen wieder. Adios.